Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe heute ein kleines Video für euch. Die letzte Zeit war echt aufregend. Ich hatte Bastelbesuch von der lieben Dani. Ich habe ein Journal verlost und damit, wie ich gehört habe, eine liebe Bastlerin sehr glücklich gemacht, dass sie mein Nature Journal gewonnen hat. Ja, und was noch das Allerbeste ist daran, finde ich, habe ich da eine Bastlerin glücklich gemacht, die gar nicht so weit weg von mir wohnt. Und dementsprechend kann man sich doch gleich mal auf den Bastelschnack treffen und auch mal irgendwie live auf einen Kaffee oder ähnliches. Ja, dementsprechend, die letzte Zeit war spannend, aufregend und ich kann auch vermelden, ich sehe hier gerade, ich habe auf meinem Journal, was ich euch zeigen will, einen kleinen Kleberfleck, das ist ganz uncool. Ja, wie das halt so ist, wenn man hier so ein Video aufnimmt, dann findet man nochmal Kleberflecken. Ich habe es geschafft, mein Katzenjournal fertig zu machen, mein Pferdejournal fertig zu machen. Und die Flip-Throughs, kann ich euch jetzt schon mal ankündigen, kommen demnächst. Also ich denke auch mal nächsten, übernächsten Sonntag wird auf jeden Fall jeweils eins dieser Flip-Throughs kommen, weil ich diese jetzt wirklich endlich abschicken und den neuen Besitzern quasi damit übergeben kann. Und dann kann ich es euch natürlich auch zeigen. Heute habe ich hier ein kleines Büchlein für euch, ein kleines Flip-Through für ein Junk Journal Notizbuch, was ich sag mal eben gemacht habe als Geschenk. Und ja, was machst du, wenn du mal eben eingeladen bist zu einer Party, zu einem Geburtstag oder zu einer Einweihung oder zu irgendwas? Ja, man kann auch als Junk Journal mal so ein Junk Journal Notizbuch mitnehmen. Und ich kann euch sagen, ich habe für dieses Buch, vielleicht lass es 3 Stunden sein, inklusive ein, 2 Katzenhaare, wie ich hier sehe. Die werden immer mit verbastelt. Also so 3 Stunden ungefähr werde ich hier für dieses Buch gebraucht haben, das mit Stoff zu beziehen, mit hier dem Cover zu verzieren, versiegeln. Versiegeln war das Wort. Das Ganze hier ein bisschen zu versiegeln mit Mod Podge, dass es einfach auch robust ist. Also dieser Niki-Stoff ist robust. Der ist weich und fein, aber trotzdem, das ist so ein Niki-Stoff, mit dem die Kids früher immer rumgerutscht sind und der ziemlich viel ausgehalten hat, so ein Niki-Stoff. Davon habe ich eine ganze Kiste von meiner Schwiegermama bekommen. Und ja, ich finde auch, mit Spitze passt das echt ganz fein. So, das wollte ich euch mal zeigen. Das ist ein A5. Hat 2 Signaturen. Nee, gar nicht. Sogar nur 1 Signatur. Ha, was erzähle ich euch denn? Ja, es hat 1 Signatur. Es ist aus einem alten Kinderbuch. Also ich benutze ja am allerliebsten Altered Books. Oder mache Altered Books. Und das hier war ein Kinderbuch, was schon ziemlich zerfleddert aussah. Und was dann einfach dran glauben musste und ein neues Leben bekommen hat. Ja, ich habe hier so einen schönen Anhänger direkt vorne drauf gemacht, der sich dann auch noch ein bisschen bewegt. Deswegen nochmal wichtig, hier Mod Podge zu benutzen, dass das ein bisschen geschützt ist, wenn das hier so lustig hin und her bammelt. Jo. Hier habe ich ein Designpapier genommen, was ich vor kurzem mal bei eBay Kleinanzeigen in einer Bastelsammlungsauflösung gekauft habe. Da habe ich jetzt ein, 2 Mal echt zugeschlagen und richtig schöne Sachen bekommen. Unter anderem dieses Papier. Das muss irgendwie so ein polnisches Designpapier sein. Ich habe den Namen vergessen, aber gefiel mir total gut. Fasst sich auch schön an. So ein bisschen Stimperia-Style. Ja, und dann habe ich das ja einfach ganz einfach und schlicht gehalten. Habe den Deckel noch verziert. Habe ja noch so ein Designpapier genommen, was, wenn man es doppelt nimmt, relativ kurz ist. Und hier ein bisschen mit Spitze verziert. So, ansonsten seht ihr hier teegefärbtes Papier, kaffeegefärbtes Papier, ein paar Buchseiten, noch ein bisschen Designpapier, was ich hier einmal lang, einmal kurz gemacht habe. So, und insgesamt haben wir hier, lass mich mal gucken, mal große Seiten, zählen wir die mal mit, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kommt die 9., 10, 11 große Blätter habe ich eingebunden und dann noch so ein bisschen Kleinkram drin. Und das ist hier so ein kleines, süßes, einfach wirklich Notizbuch. Also nicht drin rumgestempelt, nicht drin rumgestenzelt. Es darf einfach so sein, wie es ist für den neuen Besitzer oder die neue Besitzerin. Selbst wenn es für Einkaufslisten dient oder für, ich habe mir schon überlegt, dass ich mir mal so ein Buch mache wie das hier,
wo ich dann reinschreibe, wem ich welches Buch oder welches Hörbuch oder CD oder was auch immer geliehen habe. Oder auch, weiß ich nicht, wenn man zum Beispiel meinen Stempel verleiht oder meine Stanze verleiht oder irgendwie was. Ich neige dazu, das ziemlich schnell wieder zu vergessen. Und von daher finde ich solche Bücher total cool, wo man einfach mal so hintereinander weg reinschreiben kann, wem hat man was geliehen. Und wenn man es wieder zurück hat, streicht man den Eintrag einfach durch. Oder macht einen Haken dran oder ein Herzchen oder whatever. So, das hier habe ich allerdings gemacht, um es zu verschenken. Das hat mir echt viel Laune gemacht. Und es war, wie gesagt, einfach. Also das war wirklich so ein, ja, ich sage ja, 3-Stunden-Projekt. Ich glaube, das Längste, was es hier gedauert hat, war wirklich, den Kleber trocknen zu lassen. Also dieser Niki-Stoff ist ziemlich dick. Das heißt, ich konnte gleich weiterarbeiten, als ich den aufgeklebt hatte. Aber hier einfach den Mod Podge-Belag trocknen zu lassen. Das war dann wichtig, weil sonst hast du doch irgendwie Katzenhaare auf dem Mod Podge. Das will ja kein Mensch. Reicht schon, wenn der Niki-Stoff das anzieht, ne? So, damit habe ich euch eine kleine, süße Geschenkidee gezeigt. Und selbst wenn man spontan von heute auf morgen eingeladen wird, sich dann abends dran setzt und so ein Büchlein macht, dann ja, es ist einfach ein richtig schönes individuelles Geschenk, das macht was her. Genau, das wollte ich euch mal teilen, was ich hier Schönes gemacht habe. Und generell habe ich das so, ich habe hier neben mir, dem Schrank, neben meinem Schreibtisch, habe ich ganz viele ausgeschlachtete Buchcover, also wo ich das Innenleben schon entfernt habe. Das heißt, ich musste eigentlich nur noch reingreifen und mir einen Umschlag oder ein Buchcover der richtigen Größe rausfischen. Und dann kann ich endlich loslegen mit solchen kleinen Projekten. Ja, und wie ich hier schon mit euch rede, das Ding mit dem, ich muss mal gucken, wem ich was geliehen habe oder zum Beispiel auch welche Happy Mail ich, sag mal, für wen mache oder von wem bekomme und sowas. Solche Minibücher sind einfach echt der Knaller. Ihr hört gerade meinen Magen knurren. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich jetzt aufstehe von diesem Basteltisch und endlich mal frühstücke. Kennt ihr das, wenn ihr aufsteht und loszieht und direkt in den Basteltisch so ohne Zwischenstopp landet und dann rennt die Zeit und ja, irgendwie vergisst man so wesentliche Sachen wie Essen und Trinken. Also mir geht das oft so. Und was mir jetzt wichtig war, einfach euch nochmal hier dieses Teil zu zeigen. Und jetzt mache ich die Kamera aus, gehe was essen und dann bastle ich einfach weiter. Es ist Sonntag, so gehört sich das. Ich wünsche euch einen zauberhaften Sonntag oder einen zauberhaften Tag, wann auch immer ihr dieses Video seht. Freut euch schon mal auf die Pferde- und Katzen-Journals. Ich habe mich voll darin verliebt, da rein verliebt und freue mich mega, euch die zeigen zu dürfen. So, ihr Lieben, have a nice day. Bis demnächst in diesem Kino.